Ja, Leute, was soll ich sagen? Dieses Video ist ziemlich schwer anzufangen, würde ich sagen, oder? Ja, irgendwie schon. Ja, ich würde sagen, es geht um so einen heftigen Beef, den wir haben. Ja. Ja, fangen wir erstmal ganz objektiv an. Also, ich würde sagen, das ist ein Aufklärungsvideo. Wir fangen erstmal ganz objektiv an. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben einige Formate zusammen gemacht schon, ne? Ja, wir haben Sealed Only, wir haben die Vierer-Duelle, wir haben so viel, keine Ahnung, ich kann nicht alles aufzählen. Genau, und wir haben uns auch schon öfter getroffen, sogar in Real Life, man glaubt es kaum. Ja, tatsächlich. Ja, und es ist immer sehr cool gewesen und wir sehen uns ja auch demnächst wieder, ne? Gamescom? Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Genau, wichtiger Ja. Punkt. Ja, und was man noch erwähnen sollte für die Leute, ja, es ist zwar noch nicht so mega offiziell auf dein und mein Kanal, aber wir haben unter anderem zusammen, also nicht nur alleine, aber einen Podcast gestartet. Tatsächlich, ja. Von dem hoffentlich bald die nächste Folge dann auch Genau. online kommt. Das wird ein bisschen verzögert. Genau, richtig. Die kommt dann entweder bei dir oder bei mir. Wir wissen noch gar nicht genau, ne? Nee, noch wissen wir es nicht, aber ja. Ja, aber auf jeden Fall, wir haben schon immer viele Videos zusammen gemacht. Ja, und dann weiß nicht, so aus dem Nichts so ein Video ist schon ein bisschen weird, oder? Ja, also für die von euch, die vielleicht absolut hinterm Mond leben und nicht mitbekommen haben, was in den letzten Tagen passiert ist. Maurice hat hier auf seinem Kanal ein Ansagevideo gegen mich veröffentlicht, welches offensichtlich mit ja, absoluten Kindergartenpunkten gespickt war und welches natürlich nicht ernst gemeint gewesen ist. Ja, Das aber. Problem ist, ja. Ja, sag ruhig das Problem. Das Problem ist, dass viele es aber ernst genommen haben und hatten ehrlich gesagt ein bisschen damit gerechnet, dass es offensichtlich wäre, aufgrund der ganzen Sachen, die wir halt schon zusammen gemacht haben und so weiter und dass wir uns ja echt gut verstehen und auch aufgrund dessen, wie ihr uns als Zuschauer vielleicht auch einschätzt, dass das klar ist, dass das halt nicht echt ist, dass wir uns nicht wirklich streiten, aber das ist leider ein bisschen anders gelaufen und jetzt sind wir halt hier. Ja, genau. Aber man muss auch sagen, als wir die Videos gemacht haben, da haben wir schon so gesagt, ja, also wir können das jetzt nicht mit nur Humor verpacken. Dann glaubt das, also dann ist das ja komplett unrealistisch so. Wenn wir jetzt Ja. sagen, du bist blöd, also weiß ich nicht, Ja. das dann, Wir es haben schon war. versucht, das ein bisschen ernster zu machen, aber wir haben eigentlich schon gedacht, dass ersichtlich wäre, dass das, was wir in unseren Videos jetzt verpackt haben, nicht ernst ist. Genau. Ja. Da gab es halt auch, sage ich mal, so Hinweise drauf, ne, wo man halt hätte denken können, okay, das war jetzt Ja. einfach eher so Spaß, ne? Ja, da kommen wir gleich noch zu. Ja, wir haben auf jeden Fall auch uns lange Gedanken darüber gemacht, wie wir diese Videos gestalten. Denn ja, Leute, das war schon lange vorhin abgeklärt. Wir haben uns gefragt, wie macht man das? Haben halt entschieden, es ein bisschen ernster zu machen. Und ja, wir kannten unsere Videos gegenseitig schon ja schon. Also es ist jetzt nicht einfach das Video von Schattenspieler online gekommen und ich war so, oh mein Gott, sondern ich wusste, dass das passiert. Er wusste, dass mein Video online kommen wird. Genau. Also ja, was haben wir uns dabei denn überhaupt gedacht? Ja. Also ja, möchtest du sagen oder? Ja, ich meine, ey, es ist bald Gamescom. Exakt. Und ja, da kann man natürlich ein Duell aufnehmen. So gegeneinander. Haben wir ja auch schon oft gemacht, wie gesagt. Und einfach nur ein Duell machen, kann man machen. Aber irgendwie hatten wir gedacht, wir machen es ein bisschen spannender, oder? Ja, weil man hatte ja quasi diesen Cliffhanger von dem Vierer-Duell. Da hatten viele Leute gesagt, hey, guck mal, das mit Red Master ist nicht richtig Genau. abgelaufen. Und das war jetzt quasi so unser, ja, also das war unsere Story, ja, dass das bei dem Vierer-Duell mit Red Master so abgelaufen ist und dass Maurice ja eigentlich noch hätte gewinnen können, wenn er den Effekt halt in dem Moment vernünftig Gelesen hätte. Ja. gelesen hätte, ja. Und wir haben uns dann dazu entschieden, quasi auf diesem kleinen Missplay die Story für unser nächstes Duell aufzubauen. Und wir dachten halt, wenn wir das jetzt einfach irgendwie so daher sagen, dann nimmt das eh keiner ernst. Also, dass wir uns über so eine Sache streiten, ich glaube, das müssen wir halt schon ein bisschen ernster darstellen. Ansonsten checkt eh jeder, dass es halt
Ja, ist halt wirklich so. Vor allen Dingen, wir haben schon diverse Duelle gemacht und wir haben beide da schon so hart gemissplayed drin. Ja. Also, dass wir uns darüber wirklich aufregen würden, ist halt... Ja, also, genau. Das wird nicht passieren. Und letzten Endes sollte halt einfach ein finales Duell kommen. Und das war's dann. Spannung vorbei. Halt Unterhaltung einfach so, ne? Wir hätten es dann natürlich auch bei dem Duell aufgelöst, ne? Dass wir uns nicht ernsthaft streiten, sondern dass es halt einfach nur jetzt zu dem Duell geführt hat und dann, ne, das, was auch definitiv noch kommen wird auf der Gamescom, ist ja jetzt in den nächsten Tagen. Genau. Aber wir haben einfach nicht erwartet, dass es solch ernste Dimensionen annimmt, weil die Reaktion schon sehr ernsthaft gewesen ist und ich glaube, ein Großteil der Leute nicht verstanden hat, dass das halt alles irgendwie so ein Spaß gewesen ist, also Teil der Story für unser nächstes Duell. Viele haben es auch verstanden. Ja, genau. Also, ja, viele haben geschrieben. Und deswegen kommt auch noch dieses Video. Wir wollten halt bis eigentlich halt zum Duell warten, aber da das viele jetzt so ernst genommen haben und auf der Gamescom ja auch Leute sein werden, die dann denken, yo, das ist real. Und wir sitzen da zusammen, essen, trinken, lachen und die denken sich, hä, warte mal, da stimmt doch irgendwas nicht. Ja, das wäre ein bisschen komisch gewesen und deswegen wollten wir lieber jetzt euch darüber aufklären, als dass irgendwie noch mehr Ernsthaftigkeit reinkommt, als eigentlich nötig. Denn eigentlich sollte daraus einfach nur ein lustiges Duell werden. Und wir wollten das Ganze mit einer etwas pikanten Story einleiten. Genau. Ist ein bisschen schief gegangen. Aber wo muss das sagen? Also, wie gesagt, es sind auch Hinweise, wie zum Beispiel, ich meine, wenn man wirklich Beef mit jemandem hat und wenn man denkt, oh, der will einen schaden, ja, was schlägst du dann vor, hm? Was schlägst du vor? Dass wir das in einem Duell klären. Und der Gewinner hat recht. Der Gewinner hat recht. Ja, deswegen habe ich das am Ende von meinem Antwortvideo dann auch so gesagt, weil ich dann dachte, okay, so an dem Punkt muss dann auch irgendwo jeder verstehen, okay. Ja, und beim... Das würde ja keiner in einem ernsthaften Streit sagen. So, komm, wir klären das in einem Duell. Ja, ist halt wirklich so. Anime-like pur, ey, auf jeden Fall. Und bei mir auch, ja. Es hat ein paar auch geschrieben in den Kommentaren bei mir so, ja, warum kommt das Video denn erst 4 Wochen später als eigentlich dieses Vierer-Duell? Also stimmt, wenn man sich wirklich aufregt, hätte eigentlich direkt danach Tag 1 ein Video kommen müssen, ne? Ja, wie gesagt. Also das gesamte Video war halt irgendwie so willkürlich und random und das haben auch sehr viele geschrieben und alleine daran hätte man eigentlich erkennen können, dass das genau. Halt... Aber es war halt zeitlich extra so gesetzt, weil wir wollten das thematisch so machen. Mein Video... Dein Video, dann halt nochmal ein Video von mir, wo ich sag, ey, Ort und Zeit, Gamescom und dann Gamescom-Duell und dann passt das. Deswegen dieser Zeitraum, es war alles halt gepasst. Also eigentlich hättet ihr jetzt statt diesem Video quasi ein Video von Maurice gesehen, genau. Wo er sagt, okay, ich nehme die Challenge an, auf der Gamescom duellieren wir uns. So, genau, richtig. Das wäre die Story gewesen, so. Ja, Plot-Twist. Ja. Ja, aber ich sag mal, es gibt eine Sache, ne, wo man sagen kann, eine weise Person hat mal gesagt, es kommt nicht an, wie du sendest, sondern einfach, wie es ankommt. Und ich glaube, da müssen wir uns vielleicht ein bisschen eingestehen, hätte man vielleicht einen Disclaimer irgendwo reinpacken sollen, in der Infobox, Endcut, weiß ich nicht. Also ja, also vielleicht, also ich kann es mir nur so erklären, dass für uns, für die ja klar ist, dass das offensichtlich einfach ein Joke ist, für uns erschien es einfach nicht so drastisch, nicht so ernst wie für euch als Zuschauer, die das Ganze jetzt so, ich sag mal, von außen betrachtet haben und vielleicht hätten wir da wirklich noch ein bisschen mehr so in die Ironie-Richtung gehen sollen, aber irgendwie... kam das für uns halt nicht so ernst rüber, wie es letztendlich auf euch gewirkt hat. Ja. Und beim nächsten Mal, falls wir das jemals nochmal so tun sollten, ich denke nicht, aber dann muss man das auf jeden Fall irgendwie deutlicher machen und das tut uns auf jeden Fall leid, wenn es da Leute gab, die das viel zu ernst genommen haben. Wir wollten jetzt niemanden damit irgendwie kränken oder sonst was, sondern das sollte letztendlich einfach nur Unterhaltung für euch werden. Ja, auf jeden Fall. Ironischerweise, ich hatte mit Julio mal drüber geredet, so. Er meinte so, lass mal Beef machen, also auf Unterhaltung, ne? So, auf Unterhaltung angelehnt. Dann habe ich gesagt, ey, mal ganz ehrlich, wir sind so dicke, wir machen so viel zusammen, wir sind immer auf Events zusammen. Das glaubt doch kein Mensch. Niemand wird glauben, dass man Beef macht. Und jetzt haben es alle geglaubt.
Ja, Mann. Ich meine vor allen Dingen, ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie alle 2 Tage mit irgendeinem anderen YouTuber zusammenarbeitest oder so. Also, du arbeitest ja auch nicht mit so vielen und wir halt schon. Und dann weiß nicht, ist halt komisch. Ja. Ja, ist ja genau das Gleiche. Naja, aber was sollen wir sagen? Für alle, die sich gefreut haben, endlich Beef. Nein, es gibt keinen Beef und es gab da auch nie einen. Wobei es halt für euch echt gewirkt hat und das wahrscheinlich dann trotzdem unterhaltsam gewesen ist. Aber nein, kein echter Beef. Genau, aber du schuldest mir etwas. Und zwar, du hast gesagt, du willst ein Duell und du kriegst ein Exakt. Duell. Und Exakt. zwar, ich nehme die Herausforderung an und ja, ich würde sagen. Gamescom ist, ich glaube, ich Zeit und Ort, ne? Definitiv. Ich meine, das Duell steht auf jeden Fall weiterhin. Ja, definitiv werden wir machen und wird dann auch kommen, wie gesagt, wie schon andere Duelle. Weil wir haben echt eine Menge Spaß zusammen auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, war es das von uns. Wir wünschen euch dann immer noch einen wunderschönen Tag und wie immer viel Spaß beim Verliert!